Ach, super. Schon wieder eine Sackgasse. Mensch, was mache ich denn jetzt? Wenn es so weitergeht, komme ich hier nie raus. Ich bin seit 3 Tagen in dieser verdammten Höhle. Und nur weil ich immer meine Abenteuer bis ins kleinste Detail nicht planen muss und einfach überall ein Risiko eingehen muss. Ach toll, naja. Ich gehe mal raus hier. Jetzt habe ich die Wahl zwischen dem Aufgang, Aufstieg, was auch immer. Da war ich bestimmt schon. Oder hier. Nee, von hier kam ich doch gerade. Naja, es geht nach oben. Vielleicht geht's hier raus. Nein, nein, nein. Ein Wachposten. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Schnell zurück hier. Was mache ich jetzt? Hat er mein Gesicht erkannt? Ich hoffe nicht. Dumme Wachposten. Monster hier. Alles verseucht damit. Nur weil meine Regierung mit dem Öl rausgekommen ist. Mann, ich habe eine Waffe dabei oder so. Ja, mein Eisenhammer. Moment. Vielleicht klappt es ja damit. Wenn ich ihn überrasche, dann. Wo ist er? Also ich hoffe, er hat nicht die Verstärkung geholt, dann bin ich am Arsch. Als ob ich hier nicht genug Probleme hätte. Oh, ist er. Verdammt. Langsam. Jetzt! Auf den Kopf! Nimm das! Ja! Der ist tot. Was ist das? Pfeile. Wir haben nicht mal genug Geld, um uns bessere Waffen zu kaufen. Typisch. Der Rest rüstet für Milliarden auf. Und... ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ausgang! Endlich, nach 3 Tagen und 3 Nächten. Und viel zu vielen Monstern und... Wachposten und alles? Ich bin gerettet. Okay, auf den ersten Blick sieht das alles ganz sicher aus. Habe mich jetzt erstmal ein bisschen umgeschaut hier. Ich denke, es hat keine Wachposten. Nein. Weit und breit kein Wachposten zu sehen. Das in der Höhle war der einzige. Und hier hat es eine Kiste. Ist da was drin? Mal schauen. Ja, ein Gewehr und ganz viel Munition. Super. Nur das eine Problem hätten wir immer noch. Ich habe Hunger und ich muss schlafen. Ich brauche dringend Schlaf. Und... oh, hier liegen Ohren rum. Und tote Tiere. Was ist denn hier los? Naja. Okay, das Dorf hier, da war ich doch... nein, die haben die Bomben auf die Bevölkerung losgelassen. Na toll. Dieser Staat trägt von gar nichts zurück. Naja. Was will man tun? Hier hat's Bewohner, die sehen aber nicht gerade zivilisiert aus. Hallo? Könnte ich hier irgendwo bei euch pennen oder so? Hallo? Hallo? Hallo, kann hier auch jemand reden? Hallo, ist jemand zu Hause? Hi, könnte ich bei Ihnen pennen? Ich hab nichts, ich war gerade in der Höhle und ich wurde von ein paar Monstern gejagt und... hallo? Okay, der beachtet mich nicht, was ist mit dem los? Ich habe jetzt eigentlich keinen Plan, was hier los ist, aber... das Haus sieht anders aus, würde ich mal behaupten. Mal schauen, wer da drin wohnt. Seit nur 2 Jahren lebe ich in diesem Dorf. Der Staat hat alles niedergebombt. Meine Familie. Sie wussten zu viel, der Staat hat sie einfach getötet. Und mir erzählten sie, sie seien beim Minecart-Unfall ums Leben gekommen. Verdammt, wer ist das da hinten? Ist es einer vom Staat? Vielleicht kommt er, um mich zu holen. Nein, ich muss mich verstecken. Ich hoffe, die im Dorf werden ihm nichts tun. Vielleicht ist er doch keiner vom Staat. Sie alle werden vom Staat kontrolliert. Sie haben Masken auf. Sie reden mit niemandem. Selbst mir haben sie nicht geantwortet, als ich damals hier ankam. Nun hoffe ich, dass dieser Kerl mich nicht findet. Ich verstecke mich hier in dieser Ecke.
Hallo, wohnt hier jemand? Ja, ich. Aber wer bist du und was willst du? Arbeitest du etwa für den Staat? Mein Name spielt keine Rolle. Ich bin hier seit Tagen durch eine Höhle geirrt auf der Flucht vor dem Staat. Und ich warne dich gleich. Sollte auch nur ein Wort an den Staat weitergeleitet werden, muss ich dich leider töten. Auch wenn ich das nur sehr ungern tun würde. Keine Sorge, ich werde niemandem etwas erzählen. Denn ich hasse den Staat genauso. Er hat meine Eltern getötet und mir erzählt, sie seien bei einem Minecart-Unfall ums Leben gekommen. Aber ich habe genau gesehen, wie meine Mutter von einem Wachposten erschossen wurde. Mein Vater, den haben sie gefangen genommen. Und jetzt wird er in einem unterirdischen Labor festgehalten, wo sie unmenschliche Experimente machen. Was für ein Zufall. Genau in dieses Labor wollte ich einbrechen. Machen wir einen Deal? Du darfst hier bleiben und dafür nimmst du mich mit? Ich weiß nicht so recht. Es wird sehr gefährlich und wir könnten beide draufgehen. Bist du dir wirklich sicher? Ich bin mir todsicher. Gut, dann sollten wir uns jetzt am besten hinlegen und uns gut erholen für morgen. Eine gute Idee. Ah, du bist also auch schon wach. Ich habe mir nur mal kurz die Gegend angeschaut, ob hier irgendwelche Wachposten stehen. Oh, ich wollte gerade meine Sachen packen. Hast du eine Karte von dieser Umgebung? Ich wüsste nämlich in etwa, wo es einen geheimen Zutritt zum Labor gibt. Unter der Erde. Ja klar, hier habe ich eine Karte. Moment. Okay. Ah, ich weiß wo. Ich habe den Punkt mal markiert jetzt hier. Hier hast du sie wieder. Dankeschön. Ja, ich sehe. Folge mir am besten. Ich weiß, wo der Punkt ist. Okay, geh du voraus. Ich kenne mich hier ja nicht aus. Dann müssen wir hier entlang. An meinem Haus vorbei. Wurde hier alles zugebombt? Ja, hier sind ein paar Einschläge. Wie man sieht, hinten vor meinem Haus musste ich alles zubauen. Dort ist auch eine Bombe eingeschlagen. Der Punkt müsste sich ungefähr genau hier befinden. Hier ist aber nichts. Hier sind nur zwei Kakteen. Hier müssen wir die oberste Schicht der Erde weggraben. Irgendwo muss ein Geheimgang sein. Jo, okay, dann fangen wir mal an. Ich grab hier drüben und du links, okay? Jo, okay. Mal sehen, was wir hier so finden. Nichts, immer noch nichts. Bei mir auch nicht. Vielleicht unter dem Kaktus? Hm. Hier ist auch noch nichts. Ah, ich habe ihn gefunden. Wo? Eine Leiter nach unten, in den Boden. Das ist er. Geh du schon mal vor, ich hol schnell meine Rüstung. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass da vorne Wachen sind. Das ist gut, hier ist anscheinend niemand. Nein. Ich gehe besser mal zurück, sonst verlieren wir uns hier noch. Das wäre ziemlich ungut. Ach, kommt der langsam? Sonst entdecken uns die Wachen und wenn es Nacht wird, dann lassen die ihre Zombies auf uns los und die verrückten Monster von ihrem Labor. Ah, da bist du endlich. Ich hatte schon Angst, es wird Nacht, bevor du kommst. Ja, hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich meine Sachen alle geholt. Ganz schön dreckig hier. Ja, und es ist kalt. Und was meinst du, wird uns dort wohl erwarten? Ich habe keinen Plan, aber ich... Naja, auf jeden Fall Monster. Ja, die abscheulichsten Kreaturen werden sie bestimmt dort unten horten. Hier geht's runter. Noch tiefer? Ja, und noch kälter. Oh mein Gott. Vielleicht finden wir hier unten auch Lava und so. Das heißt, wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Ich habe den Ausgang gefunden. Achtung, ich gehe langsam voraus. Okay, ich denke, hier ist niemand. Die haben sich vermutlich alle verschanzt da unten. Und, naja, am besten warten wir, bis es Nacht wird. Das heißt, ziehen wir uns fürs Erste zurück und bei Nacht können wir dann angreifen. Und tief in die Höhle eindringen. Okay, es ist Nacht. Ich habe keinen Plan, ob die jetzt da sind und... Vielleicht, okay, ich sehe einen. Ich sehe einen, er sieht mich auch. Ich glaube, er hat mich gesehen. Oh mein Gott. Geh jetzt erstmal zurück. Moment, ich ziehe mein taktisches Visier auf. So.
Jetzt kann ich besser zielen. Kommst du? Hast du einen Bogen dabei oder ein Gewehr? Ja, ich hab's mal am Wachposten geklaut. Und ein paar Kugeln habe ich auch dabei. Das sind extrem viele Wachposten. Nein, warte mal kurz. Das sind keine Wachposten, das sind Monster. Das sind Zombies. Okay, auf drei schießen wir, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Hoffentlich den ersten haben wir, den ersten haben wir gleich. Einer ist tot. Ich glaube, die sind stark und böse, aber sie sind nicht besonders schlau. Und kommt einer zu uns, ich habe ihn schnell abgeschossen. Die meisten haben uns noch nicht entdeckt. Und wer uns sieht, den töten wir zu schnell. Ja, es sind Zombies, was erwartet man? Monster sind nicht ganz so schlau wie richtige Menschen. Super, die wehren sich fast nicht. Das ist jetzt leichter, als ich gedacht habe. Aber ein dahin Wachposten, ein Wachposten. Links, mit Rüstung und Gewehr. Skelett. Und Headshots, ich hab den letzten. Schüsse auf den Kopf machen mehr Schaden, habe ich herausgefunden. Und da drüben ist wieder einer mit einem Gewehr. Er kommt auf mich zu, er kommt auf mich zu. Ich hab ihn. Gut, er ist tot. Ich glaube, das war's. Eine Zwei-Mann-Armee. Ja, das war's erstmal. Ja, das war's. Achtung, ich geh um die Ecken mit meinem Hammer. Okay, ich glaube, es geht hier lang. Achtung, es sind noch mehr. Oh, da kommt gerade einer. Oh Gott, er hat dich gesehen. Wo? Okay, ich hab ihn. Nein, du hast ihn. Die sind nicht gerade schlau. Nee, die wissen wohl nicht, wie sie hochkommen. Okay, die kommen hier hoch. Achtung! Eine Bombe! Eine Bombe? Oh Gott. Hier liegt ein Ohr rum. Hier stehen sie schon alle gierig und warten darauf, mich zerfetzen zu dürfen. Ekelhaft. Oh mein Gott. Ich habe gerade einen ziemlich dummen Schuss daneben gesetzt. Diese Dinger da unten, die explodieren, die zischen. Ich glaube, wenn einer davon uns erwischt, ist das unser Ende. Das kann gut sein. Ich hab ihn. Das Ding ist tot. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt hier weiter? Okay, ich denke, die Luft ist jetzt rein und wir haben die meisten besiegt. Ja, sieht so aus. Folgt mir am besten mal. Ich glaube, dort geht's runter, ohne dass wir gleich in ein tiefes Loch fallen. Okay, ich folge dir. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich nehme mal ein paar Fackeln und stelle sie auf. Ohr. Okay, hier ist niemand. Da leuchtet etwas so grünlich. Was ist mein das? Mein Gott, ich will's gar nicht wissen. Wir gehen nach links am besten. Was ist das da? Das sieht aus wie ein Haus. In dieser Höhle? Bei den ganzen Monstern ein Haus? Und da leuchtet so ein Gegner so ganz weiß und ein Wachposten. Entdeckung, Achtung! Ich denke, wir wollen gar nicht mehr unbedingt kämpfen. Noch ein Wachposten, Achtung, da ist er. Die kommen von allen Seiten. Ich hab seinen Kopf im Visier gleich. Hab ihn. Gut, der ist tot. Was ist das Grüne da vorne? Da fällt was Grünes vom. Ja, das sehe ich. Das ist Biomasse, das Zeug, womit sie die Biowaffe erstellen wollen. Gegen die Rebellen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, dieses Zeug haben sie meinem Vater initiiert. Naja, also wir haben die ganzen Lakaien jetzt besiegt, aber wo ist der Boss? Ich meine, die brauchen doch irgendwo einen Boss. Man sagt sich, dass es hier ein wahres Monster als Boss hat. Ich weiß es nicht. Also das Haus scheint leer zu sein. Monster? Dann gehen wir mal nachschauen, was da unten ist. Also das Monster scheint nur eine Legende zu sein. Wollen wir mal ins Haus gehen? Ja, ich guck mal ganz vorsichtig um die Ecke. Oh mein Gott, was ist das? Was? Es hat sich bewegt. Was? Es... Oh. Renn! Lauf! Lauf!
Versteck dich hier! Psst! Ganz leise. Oh Gott. Er ist in die falsche Richtung gelaufen. Siehst du das Monster noch? Ich glaube, das läuft da vorne rum und sucht nach uns. Okay, ich geh mal ganz kurz nachsehen. Ach, hier bist du. Oh, oh. Ich glaube, ich sehe es. Okay. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Schnell. Okay. Wohin, wohin? Ich weiß es nicht. Lebst du noch? Ja, ich lebe. Ich habe da eine kleine Idee. Welche? Du hast das ja mitgenommen, was ich dir gesagt habe, oder? Ja, das habe ich mitgenommen. Dann könnten wir eigentlich eine kleine Falle machen für das Monster. Bei der Biomasse. Ja, gute Idee. Geh du am besten voraus. Jo. Folg mir am besten. Ich weiß schon, wo wir es machen können. Ich habe den geeigneten Ort gefunden. Okay. Schwerer Sprung hier. Ach, verdammt, ich bin runtergefallen. Moment. Das Monster ist noch da. Das Monster ist noch da. Oh ja, ich sehe es auch. Okay, ich folge dir. Und zwar von seinem Haus aus hier nach rechts gehen. Hier ist so ein perfekter Ort. Ja, die Stelle wäre perfekt. Hast du den Schalter mitgenommen, den ich dir gesagt habe? Ja, und ich habe auch die Falltüren. Geh du das Monster am besten ablenken. Ich rufe nach dir, wenn du es herholen sollst. Okay, so machen wir das auf. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo. Hoffentlich noch lebendig. Oh ja. Ah, du bist schon fertig. Sehr schön. Ja. Und hier habe ich einen Köter, und zwar das Zombiefleisch für das Monster. Das ist gut. So. Dann gehen wir jetzt zu Phase 3 unseres Plans, und zwar wir müssen das Monster auf diese Falle locken. Da hast du recht. Das könnte gefährlich werden. Es ist immer noch an der gleichen Stelle. Ah, oh, das könnte schwer werden. Okay, das Monster. Es sieht mich noch nicht. Hallo, Monster! Okay, es kommt, es kommt, es kommt. Jetzt musst du ihm rufen, damit es auf die Falle geht. Oh. Ich sehe es noch nicht, ich sehe es noch nicht. Da kommt's, ey Monster! Hier rüber! Oh. Hier gibt's Happa Happa. Komm, 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 komm. S, S, S. Brenn! Ja! Es ist in der Falle. Es ist verbrannt. Ich schieße auf ihn. Und es ist tot. Puh, das war knapp, okay. Ich denke mal, dass... Monster war dann wohl doch eigentlich ein echtes Monster. Oh ja, das war echt übel. Jetzt haben wir eigentlich nur noch ein Problem. Die Biomasse. Oh ja. Wir müssen jetzt einfach irgendwo hier den Generator finden. Das. Aber das Monster war doch vorhin vor so einem komischen Gerät, oder nicht? Das sieht ganz generatormäßig aus. Was ist das? Okay, ich hab ihn. Das ist er. Das muss er sein. Diese Teufelsmasse ist für die ganzen Landschaftskatastrophen verantwortlich. Wenn wir den zerstören, können wir damit das ganze Leid zwar nicht aufheben, aber wir können es stoppen. Ja, zum Glück hast du Schwarzpulver mitgenommen, okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt in der nächsten Stunde erstmal ein paar Bomben und jagen hier alles gehörig in die Luft. Dabei? Gute Idee. Gut. Okay, das Problem hätten wir gelöst. Tja, was soll man dazu sagen? Die Biomasse tropft nur so runter, aber ich denke nicht, dass sie die noch benutzen können. Oh nein. Das wäre doch schon gewesen. Oh ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Alles kaputt. Dann können wir jetzt eigentlich zurück ins Dorf gehen und unser Leben leben. Genau, wir fangen ein neues Leben an.